Ganz herzlich begrüße ich euch alle zu diesem Gottesdienst am zweiten Ostertag. Wir wollen diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zu euch hier in Neppendorf in der Kirche grüße ich auch die, die uns von außen zusehen, die mit uns diesen Gottesdienst feiern. Möge Gott uns diesen Gottesdienst segnen. Wir beginnen mit dem fröhlichen Osterlied Eilt zueinander mit dem Lied Nummer 73. Lied Nummer 73. Verstanden. Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Oh.
Herr Jesus Christus, du hast dem Tode die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich unser. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Ehre sei Gott in der Höhe. Sei mit euch. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns das Tor zum ewigen Leben aufgetan. Wir bitten dich, gib, dass unser Leben verwandelt und erneuert werde durch den Glauben an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und hört auf das Evangelium für den zweiten Ostertag, den Ostermontag, wie es aufgeschrieben ist bei Lukas im 24. Kapitel. Zwei von den Jüngern gingen am selben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der dritte Tag, da dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O, ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben.
Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in aller Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nachher an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift eröffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Und die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Lob sei dir, o Christe. Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Bibelwort lesen wir im Jesaja-Buch im 25. Kapitel. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen,
Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über unser Heil. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, was mögen die Zeitgenossen des Jesajas wohl gedacht haben, als er diese Worte sagte? Zukunftsmusik, Vertröstung auf einen Sankt-Nimmerlandstag. Denn vor Augen hatten sie ganz andere Dinge. Sie sahen nicht die Bilder des Heils. Vor ihren Augen sahen sie gebeugte Menschen, die die Toten beklagten. Sie sahen die Kämpfe, in denen Menschen ihr Leben lassen mussten. Und sie sahen die Härte, die der Mensch dem anderen Menschen zutat. Die Feindschaft Völker gegen Völker. Denn vor ihren Toren standen feindliche Truppen. Kriegszeit. Sie sahen also die Wirklichkeit des Todes vor Augen, weil die Lebensträume der Menschen zerplatzten, weil die Hoffnung der Menschen zu Boden getrampelt wird, weil Beziehungen zerbrechen. Und sie sahen den Egoismus, der das Miteinander versteinern lässt. Und hinter diesen allen sahen sie den Tod als letzten Feind, als Macht, der niemand entkommt. Das alles sahen die Zeitgenossen des Jesajas und auch die Hörer der späteren Zeiten. Da wird so mancher gesagt haben, was sind das denn für naive Worte, spinnige Träumereien. Und auch jetzt, wir sehen den Krieg im Nachbarland mit den vielen Flüchtlingen. Wir sehen die zerstörten Orte und die vielen Toten auf den Straßen. Wir sehen die Brutalität, die Menschen einander antun. Dabei haben wir uns doch noch gar nicht von der Pandemie erholt. Da ist nichts zum Jubeln. Es ist nichts zum Fröhlichsein. Jesaja beschreibt uns hier wunderschöne Bilder. Nur von Bildern allein kann man nicht leben. Bilder allein verändern die Wirklichkeit nicht. Von Bildern werden die Tränen nicht getrocknet und die Menschen nicht wieder aufgerichtet und keine Toten lebendig. Ja, wenn es bei den Bildern geblieben wäre, dann wäre alles beim Alten geblieben. Wenn diese Worte des Propheten nur Sehnsuchtsworte wären, dann wäre die Welt noch in den Fesseln des Todes. Und wenn es daran hinge, dass wir Menschen diese Worte wirklich machen würden, dann wäre alles nur ein Trugbild geblieben. Diese Worte von den Tränen, die abgewischt werden. Diese Worte vom Sieg über den Tod. Aber es ist nicht bei diesen Bildern und Worten geblieben. An einem Morgen steht eine Frau vor einem Grab und in diesem Grab liegt ihre Hoffnung. Da liegt der Herr. Und an diesem Morgen kommt sie zum letzten Abschied. Gebeugt vor Trauer, Tränen im Gesicht. Und als sie zum Grab kommt, findet sie es leer. Neue Last zur alten. Aber da kommt dann einer und er fragt sie, Maria, warum weinst du? Und als er sagt, Maria, da fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Es ist ihr Herr. Er lebt. Das Grab ist leer, weil er nicht im Tod geblieben ist. Das Grab ist leer, weil er den Tod besiegt hat. Und damit geht sie zurück zu den Jüngern. Er lebt. Ich habe den Herrn gesehen, sagt sie. Und da sind die Tränen getrocknet. Die Trauer ist weggeblasen und Freude bricht sich Bahn. Da hat sich das erfüllt, was Jesaja uns heute zusagt.
Er wird den Tod verschlingen und wird die Tränen von ihren Angesichtern abwischen, denn der Tag des Herrn ist angebrochen. Und an dem Nachmittag, als die zwei Männer unterwegs sind, wir haben die Geschichte gehört, auch sie waren gefangen in ihrer Trauer. Und als sich einer zu ihnen gesellt, da sehen sie ihn kaum. Und als er mit ihnen zu reden beginnt, da bricht alles aus ihnen raus. Wir aber hofften, er sei es, er würde Israel erlösen. Auch da zerbrochene Hoffnung, Tod mitten im Leben. Zerbrochene Hoffnung auf Befreiung, auf diesen großen Tag Gottes. Die Männer sind gefangen im Schmerz. 3 Jahre ihres Lebens waren mit hingerichtet, mit verhöhnt, mit gekreuzigt. Es wäre wirklich kein Wunder, wenn sie nicht mehr glauben und nicht mehr hoffen und nicht mehr lachen könnten. Aber auch bei ihnen, als sie die vertraute Geste sehen, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Und dann laufen sie den Weg der Trauer und Traurigkeit wieder zurück. Vor Freude und vom Laufen atemlos kommen sie an. Die Trauer ist wie weggeblasen. Freude bricht sich Bahn. Was der Prophet gesehen hat, ist an diesem Morgen und Nachmittag angebrochen. Da ist es in die Wirklichkeit von uns gekommen. Er wird den Tod verschlingen. Dieses kühne Wort, das wird von diesem Tag an anders gesagt. Der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus. So schreibt Paulus an die Korinther. Nicht mehr nur Zukunftsmusik, nicht mehr nur Wunschtraum, sondern Wirklichkeit. Wirklichkeit in unserer Welt. Wirklichkeit im Durchbruch von Jesus von Nazareth durch den Tod. Das, was Jesaja noch als große Hoffnung ansagen musste, das bezeugen Maria und die Emmausjünger, ebenso Paulus und die Christenheit seither. Der Tod ist verschlungen in dem Sieg dieses einen, dieses auferstandenen Jesus Christus. Und was der Prophet ansagt, das nehmen wir auf, wir Christen, wenn wir den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus sehen, auf ihn zeigen, von ihm sprechen. Siehe, das ist unser Gott, auf den hoffen wir. Und auch das dürfen wir wissen. Was an Maria geschehen ist und die beiden Jünger erlebt haben, ist seitdem unzählige Male geschehen. Menschen in ihrer Traurigkeit, Menschen mit zerbrochenen und geknickten Lebensträumen sind zu Jesus gekommen. Und er hat sie aufgerichtet. Er hat sie getröstet, wie eine Mutter tröstet. Er hat die Tränen getrocknet, die geweint worden sind, um ein zerbrochenes Leben, um zerstörtes Glück, um betrogene Hoffnung. Und er gibt solchem Leben neue Hoffnung, neues Heil. Das will er auch heute hier. Und das dürfen wir auch für unsere Nachbarn erbitten und erhoffen. Wenn wir uns von einem geliebten Menschen verabschieden mussten, ist er an unserer Seite, dass er uns die Tränen trocknet, dass er neue Hoffnung schenkt, dass er auch uns auferwecken wird. Seit dem Ostermorgen damals in Jerusalem bezeugen wir, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen. Seit Ostern damals in Jerusalem gibt es für uns Christen die große Freiheit, dass wir uns nicht mehr unter dem Tod beugen müssen, der sich ja so gern immer noch als Herr der Welt aufspielt. Seit dem Ostermorgen damals in Jerusalem ist der auf dem Plan, der stärker ist als der Tod. Und wir dürfen mit ihm leben. Wir dürfen unser kleines Leben an ihn binden. Er will es so. Und in dieser Bindung gibt er uns Hoffnung ins Leben, die über alle Erfahrungen des Todes zum Trotz sagen lässt,
Lass uns jubeln und fröhlich sein über unser Heil. Und in dieser Bindung an ihm wird es zur starken Gewissheit, auch in unserem Herzen. Er wird abwischen alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein. Wir dürfen es erfahren, dass auch in der Trauer um geliebte Menschen diese Hoffnung geschenkt wird. Wir werden erleben, dass am Ende unseres Lebens diese Hoffnung uns durchträgt, bis in die Ewigkeit hinein. Dazu werden wir neu aufgerufen. Lasst uns als Jesu Nachfolger gegen den Tod auftreten, als seine Zeugen für das Leben, das er, Jesus Christus, uns schenkt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein fröhliches Osterfest. Jesus hat den Tod verschlungen, er lebt und mit ihm auch wir. Er ist auferstanden, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Welch eine Freude! Lasst uns jubeln und fröhlich sein über dieses unser Heil. Amen. Allmächtiger Gott und Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus siegreich aus dem Grab herausgeführt und ihn zum Fürsten des Lebens gemacht. Du hast durch seine Auferstehung das Tor zum Leben aufgetan und willst auch uns retten von Sünde und Tod. Wir bringen dir mit fröhlichem Herzen die Opfer unseres Dankes und unserer Anbetung dar und rufen dich an um Anteil an seinem Sieg. Hilf uns glauben, dass wir durch ihn durchdringen zum ewigen Leben. Wir bitten dich für deine Kirche in der ganzen Welt und für alle, die ihr dienen, dass sie die Botschaft von der Auferstehung mit Freude verkünden und Glauben finden. Wir bitten dich für die Menschen, die unser Vaterland und die Völker der Erde regieren, dass sie allein der Gerechtigkeit und dem Frieden dienen. Und so beten wir besonders, barmherziger und gnädiger Gott, der du unsere Welt als einen Ort des Guten und des Friedens geschaffen hast. Habe Dank für die vielen Jahrzehnte des Friedens in Europa und in unserem Land. Dein Sohn Jesus Christus hat den Frieden und die Liebe vorgelebt. Er ist den Weg der Versöhnung und des Kreuzes gegangen. Wir klagen vor dir allen Terror, Krieg und Blutvergießen in unserer Welt und insbesondere in der Ukraine. Wehre alle Machtgebare, das Leben zerstört und Menschen Leid verursacht. Wir bitten dich für die Flüchtlinge, bewahre sie und lass sie einen friedlichen Ort finden. Mach auch uns immer wieder bereit, sie gerne aufzunehmen. Und wir bitten dich für die vielen, die in den Kellern hucken. Stehe du ihnen bei. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, dass die Verantwortlichen in Russland und weltweit wieder an den Tisch des Dialogs zurückfinden, dass die Waffen ruhen und Frieden gesucht wird, der allein Leben und Gemeinschaft möglich macht. Wir bitten dich, stehe den Menschen und Glaubensgeschwistern in der Ukraine, aber auch in Weißrussland und Russland bei. Lass uns in Wort und Tat, im Beten und Arbeiten zu Werkzeugen deines Friedens werden. Erbarme dich über uns alle und schenk uns deinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und wir bitten dich für alle Leidtragenden und Bedrückten, alle Zweifelnden und Suchenden, alle Kranken und Sterbenden. Lass die Menschen finden, die ihnen beistehen und erwecke in ihren Herzen die Gewissheit, dass du dem Tode die Macht genommen und uns das ewige Leben gebracht hast. Herr Jesus Christus, du warst tot und bist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass uns bei dir geborgen sein und getrost der Stunde harren, da du uns zur Auferstehung des ewigen Lebens rufst. Und so beten wir, wie du es uns gelehrt hast, Herr Jesus. Vater unser im Himmel, so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute
als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Für den Ostermontag, wie sie aufgeschrieben ist im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Das sage ich, Brüder und Schwestern, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Dann wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Wenn dies Verwesliche wird anziehen, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit euch.
Lasst uns beten. Herr allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn vom Tode erweckt und erneuerst durch sein Auferstehen die ganze Schöpfung. Wir bitten dich, entreiße uns allem Verderben und Vergehen, damit wir dir in fröhlicher Hoffnung dienen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste, ein wahrer Gott, lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.